Guten Abend, meine Lieben. Ich grüße euch hier ganz, ganz herzlich. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch für eure tollen Kommentare, Feedbacks, für eure reichlichen Bestellungen, für euer Vertrauen. Vielen lieben Dank. Ich werde jetzt einmal starten hier für das Wochenende. Was darf dich hier erwarten? Irrelevant, wie du hier einmal schaust. Ich beginne mit den Tarotkarten von Luis Royo und ich werde alle Kartendecks einmal unten verlinken. Wir haben die 4 der Stäbe und wir haben die 3 der Kelche. Ich gehe weiter mit den Manara-Tarot-Karten. Es möchte noch eine Karte raus. Wir haben die 3 des Wassers. Wir haben die 9 des Wassers. Die Priesterin. Und wir haben die Herrscherin. Ich gehe weiter mit den Lenormand-Karten von Giro Marchetti. Hier hat sich eine Karte schon umgedreht. Wir haben hier die Sense, die Sonne, das Labyrinth, den Hund, den Brunnen, den Park. Des Weiteren mit den Karten der Liebe von Chuck Spezzano. Es ist hier noch ein wenig schief. Einmal für die, die hier neu sind, ich werde sie gleich während der Deutung hier einmal in die Kamera halten. Noch eine Karte. Desillusionierung. Regeln. Auf andere eingehen. Und wir haben das Entzücken. Botschaften der Engel. Von Doreen Virtue einmal. Wir haben das Vertrauen. Past Life, ihr kennt euch bereits aus einem früheren Leben. Es geht hier um eine Seelenverbindung. Und wir haben Gespräche von Herz zu Herz. Die Magic Tarot Cards von Los Gabriel. Noch eine. Das ist einmal die Karte aus dem Deck hier. Ich werde sie trotz alledem hier einmal deuten, so wie ich das von Anfang an hier einmal getan habe. Ja? Also einmal die Karte. Der Stern. Es ist von oben geführt, eure Verbindung. Die 4 der Münzen. Und wir haben die Lebenden. Heute nehme ich einmal noch Karten mit hinzu von Diane Cooper, die Weisheit der Drachen.
wollte sich auch zwei zeigen. Wir haben hier den grün-goldenen Drachen vom Sirius. Und wir haben den Smaragd-Drache. Ich werde hier einmal noch am Schluss, wenn ich es reinbekomme, hier von Amor-Botschaften für dich erbitten. Ich gehe einmal weiter auf den Sonntag. Die drei der Schwerter, die zwei der Kelche, die Sonne und wir haben den Waage. Hier kommt etwas in Bewegung bei dir oder bei deinem Gegenüber. Wir haben hier einmal die weibliche Rivale. Wir haben die Einladung. Wir schauen gleich, es könnte auch eine Freundin hier einmal sein. Wir haben den Mond, die Mäuse und wir haben die Störche. Einmal noch die Manara-Tarot-Karte. Hauptthema. Die Züchtigung. Dann haben wir die Sechs der Erde. Die Ritter der Luft. Und wir haben die Königin der Erde. Kontrolle, Vergnügen, noch eine Karte. Wir haben die neue Liebe. Verspieltheit. Rückzug. Seelengefährte. Lass dir von Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung. So kannst du die Karten, glaube ich, hier ganz gut sehen. Und hierfür, für diesen Tag auch wieder eine Karte von der Drachenwelt. Magentafarbener Drache. Und den gold-orange-farbenen Drachen. Der Teufel. Und der Eremit. Amors Botschaften hier einmal für diesen Tag, denn ich bekomme hier, dass es um mehrere Personen sich handelt.
Heilige Vereinigung. Bleib dir selbst treu. Hingabe. Erfolg. Ich starte einmal für dich für den heutigen Tag. Was darf dich hier erwarten? Was möchte das Universum dir hier mitteilen? Wir haben mit den vier der Stäben, hier geht es um eine Romanze, um die Ernte der Früchte. Hier geht es darum, dass hier etwas in die Frucht geht, was du gesät hast mit den vier der Stäben. Des Weiteren haben wir die Karte Zufriedenheit mit den drei der Kelchen, angekommen in der Liebe, Erfolg, Glück, Sieg und eine kurze Reise. Das könnte einmal für die neue Liebe stehen. Hier kommt jemand Neues in dein Leben. Ja? Es könnte aber auch sein, dass du diese Person bereits kennst, du oder dein Gegenüber. Denn hier ist dieses Angekommensein. Ja? Dieserjenige, es geht hier auch um eine Past Life, ja? Aus einem früheren Leben. Steht auch für eine kurze Reise hier mit den drei der Kelchen. Wir schauen weiter in die Tarotkarten. Hier möchte man sich befreien mit der drei des Wassers. Ich bekomme hier mit der drei des Wassers, trotz alledem, dass man hier angekommen in der Liebe ist und mit Zufriedenheit. Hier geht es nochmal darum, dass man hier versucht, gegen den Strom zu schwimmen. Denn wir haben diese Dunkelheit. Und wir haben diese Anstrengung. Ich spüre hier diese Anstrengung einmal bei der Drei des Wassers. Dass man hier mit gegen den Strom einmal schwimmt. Was möchte sich noch zeigen? Hier geht es noch um eine weitere Person. Und zwar jemand aus deiner Vergangenheit, ja? Derjenige oder diejenige, die sich hier in einem Rückzug befunden hat, kommt erneut in dein Leben. Ich bekomme hier mehrere Szenarien einmal rein, ja? Denn hier geht es um Vergebung. Die Herrscherin ist gefallen, steht wieder dafür, dass du oder dein Gegenüber zu Herrscherin geworden bist, ja? Denn wir haben die Sonne. Hier ist ein großes Licht über dich. Ich bekomme Schutz rein, sehr starken Schutz auch. Ja, und hier geht es darum, um zu vergeben. Hier geht es nochmal um eine Lernaufgabe, denn wir haben den Teufel. Hier geht es um eine Versuchung. Ja? Den hatten wir, genau den hatten wir hier. Deswegen geht es hier um mehrere Personen. Da man hier noch einmal gegen den Strom schwimmen muss, ja. Hier muss man noch etwas bewältigen, was ich eben sagte mit der Karte 3 des Wassers. Und diese Karte steht aber wiederum dafür da, dass hier jemand zurückkommt, ja. Hier geht es um einen gravierenden Schnitt auch, ja. Aber auch etwas ganz Schnelles trifft jetzt hier bei dir ein, bekomme ich hier mit der Herrscherin. Die 9 des Wassers ist hier einmal, man ist hier in seiner Leichtigkeit, man ist hier beflügelt. Ich bekomme auch, man spielt hier mit seinen Reizen. Ja, du als weibliche Person oder männliche Person, je nachdem wie du hier schaust. Wir haben zwar hier die Herrscherin, schau bitte, wie das für dich einmal stimmig ist, bei dir oder bei deinem Gegenüber. Ja? Also ich bekomme hier ganz klar, dass man hier mit seinen Reizen spielt, dass man auf Entdeckerreise ist, da wir hier auch die Reise hatten, ja. Also man ist jetzt, man möchte hier neue Erfahrungen, also man möchte hier, man ist bereit auf etwas Neues hier, ja, mit der Neuen des Wassers. Und das bestätigt einmal nochmal die Karte der Priesterin. Dass man hier jetzt Neues wagt. Eine gewisse Hemmung ist hier noch da. Man ist zwar in dieser Leichtigkeit, aber man ist hier noch nicht ganz offen wie diese Karte. Ja, diese Karte zeigt sich ja sehr offen. Aber diese Karte
ist hier noch etwas zurückhaltend. Ja, man wiegt hier noch etwas ab, du oder dein Gegenüber. Man geht hier noch nicht aufs Ganze. Ja, es könnte einmal dadurch sein, dass es hier zu einem Wiedersehenstreffen kommt oder ein Treffen in einer Öffentlichkeit, dass du hier deiner neuen Liebe begegnest oder begegnet bist. Ich deute immer beide Tage miteinander. Also hier passiert etwas ganz Plötzliches. Hier geht es auch nochmal um die Karte, denjenigen, den du hier begegnen wirst oder diejenige. Man ist hier noch nicht frei, denn hier ist einmal die Karte, die Liebenden gefallen, ja. Und hier ist man ganz klar, also man hat hier eine Entscheidung schon für sich gefällt, ja. Davon spricht die Sonne und davon spricht ja auch dieses Wiedersehenstreffen und wir haben hier die Einladung, ja. Aber man ist hier noch gebunden. Ja, also wenn du jemand Neues begegnet bist, ist diese Person definitiv noch gebunden, aber ohne Gefühle, ja, bekomme ich hier. Könnte einmal sein, dass diejenigen, ja, wir schauen gleich in die weiteren Karten, ja, was auch die Drachenkarten hier sagen möchten, also es geht hier schon um Leidenschaft, um Gespräche von Herz zu Herz, ganz klar, aber diese Person ist noch gebunden. Ja, für all die, einmal hier wird etwas Plötzliches passieren, ja. Es wird dich auch hier sehr erfreuen. Du bist hier in deinem Element. Ja? Dieses beflügelt dich auch. Das sagt die Karte hier, die Neun des Wassers auch aus. Ja? Also du bist hier wirklich beflügelt und in deiner Selbst. Ja, sagt ja auch die Herrscherin, die einmal davon spricht, dass du hier aber auch diese Sache beherrschst. Ja, mit dieser neuen Person. Aber diese Person ist noch gebunden. Ja, für all die, die hier eine neue Liebe getroffen haben oder eben jetzt treffen werden. Des Weiteren, hier wird etwas mit Schnelligkeit passieren. Ja? Dafür steht die Sense. Hier wird etwas Plötzliches auf dich zukommen. Es wird aber was Schönes sein, denn die Sonne ist gefallen. Es ist eine sehr, sehr hohe Karte und wird dir hier Frieden und Ruhe und du strahlst. Ja, du bekommst hier dieses Strahlen, diese Leichtigkeit, ja. Aber man zieht sich hier noch. Des Weiteren geht es hier darum, hier ist man in einem Labyrinth, ja. Entweder diese neue Person oder du, dich hat das verwirrt hier. Also hier ist man, es könnte sein, da diese Person hier noch in einer Verbindung ist, ja, dass man dadurch, durch das, was hier passiert ist, mit Schnelligkeit hier zugetroffen ist, diese neue Liebe, die in dein Leben gekommen ist, ja, dass es bei dir oder bei deinem Gegenüber hier Verwirrung gestiftet hat, dass man sich hier im Kreislauf befindet, in dem Labyrinth, ja. Also einem hat das hier aufgewühlt, aber positiv, denn wir haben die Sonne hier, im positiven Sinne. Des Weiteren steht diese Person für eine treue, loyale Person, liebevoll, beeindruckend auch, ja, bekomme ich hier, wir schauen einmal weiter mit dem Hund. Hier liegt etwas in der Tiefe, ja, und das geht einmal darum, dass man hier das verborgen hält, dass man hier noch in einer Verbindung ist, ja. Ich zeige euch erstmal diese Karte. Man sieht hier ganz klar eine Dreierkonstellation drauf. Und einmal bei der Karte der Brunnen, ja, hier liegt etwas in der Tiefe, im Verborgenen. Dieses Treffen wird auf dich zukommen in der Öffentlichkeit. Ich bekomme aber auch, dass man hier in eine Versöhnung geht, dass dein Gegenüber, männlich wie weiblich, einmal schau, wie das für dich stimmig ist, dass es hier in ein Wiedersehenstreffen geht. Ja. Aber hier kommt auch jemand zurück aus der Desillusionierung. Ja, das haben wir hier ganz klar. Jemand, wir haben auch hier, wir haben einmal den Teufel, steht hier einmal für die Versuchung. Und wir haben natürlich hier noch eine weitere Person, ja. Also hier war jemand im Rückzug, hat sich hier desillusioniert, ja. Man wollte hier sich nicht zu erkennen geben. Man konnte sich nicht zu erkennen geben, da es hier ganz klar um Regeln geht, ja.
Aber auch bei der neuen Person bekomme ich hier geht es ganz klar um strukturierte Verhältnisse, um Regeln. Regeln zu befolgen hier. Ganz klar nach einem Ablauf, nach einem Plan hier zu handeln. Ja. Nach einem vorgesehenen Plan. Des Weiteren haben wir das Entzücken. Ja, man hat hier ganz klar das Entzücken von dir, ja, beidseitig hier einmal. Und man hat hier auf andere eingehen. Ja, das sind auch sehr Positivkarten einmal. Ich bekomme hier nichts Negatives. Bei einer Person sind hier keine Gefühle. Man ist hier wahrscheinlich in einer Verbindung, aber man ist hier in dieser Verbindung, fühlt man sich nicht wohl. Das bekomme ich auch, ja. Das ist tiefgründig. Ist das einmal. Vielleicht auch, da man hier in der Öffentlichkeit steht, könnte einmal sein, ja. Wir schauen einmal gleich weiter. Also man ist hier in dieser Verbindung, fühlt man sich nicht wohl, ja. Denn wir haben ja dieses Labyrinth. Ja, man wird hier aufeinander zugehen. Und dieses wird dich entzücken. Und das haben wir auch mit der Sonne hier, dass hier etwas mit Beschleunigung passiert, denn die Sense steht für schnelles Abschneiden, aber auch für schnelles, was auf dich zukommt einmal. Ja? Und die Karte auf andere eingehen. Man wird hier aufeinander zugehen. Denn es wird hier Gespräche von Herz zu Herz geben. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Und wir haben die Past-Life-Verbindung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Des Weiteren möchten dir die Engel sagen: Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Also es geht hier ganz klar um deinen Seelengefährten, es geht hier ganz klar um eine Verbindung aus einem vorherigen Leben, ja. Und es geht hier um eine neue Liebe, meine Liebe, mein Lieber. Was möchten die Drachen dir hier einmal mitteilen? Der grün-goldene Drache vom Sirius bringt universales Wissen auf deinen spirituellen Weg. Informiere dich über spirituelle Technologie. Sei ein Übermittler heiligen Wissens, da wir ja auch den Stern hier haben, ja, und die Sonne hier haben, bekomme ich, dass auch dieses einmal geführt ist, ja, es gehört aber auch zu deinem spirituellen Weg dazu. Das heißt, ja, dass du einmal dieses Wissen, dieses universelle Wissen hier hast, darüber verfügst, aber auch das zu deinem Lebensweg hier gehört, ja, um hier weiterzukommen, meine Liebe, mein Lieber. Und wir haben die Karte des Smaragddrachen. Bringt Heilung und kosmische Fülle. Also dich wird hier in einer Verbindung absolute Fülle erreichen. Das Glück kommt, unterstütze deine göttliche Perfektion mit deinen Gedanken, gleiche dich deiner fünfdimensionalen Blaupause an. Also hier geht es nicht um eine Dreierdimension, hier geht es um eine Fünferdimension. Ja, also das ist schon, dich wird hier absolute Fülle erreichen. Du kommst hier mit Beschleunigung ganz, ganz schnell und plötzlich in die absolute Heilung der Fülle. Ja. Wunderschöne Botschaft, besser kann es hier nicht kommen für dich. Ja. Denn wir haben die Karte der Sterne, was ich zu Anbeginn schon sagte, dass dies göttlich ist, dass dies von oben geführt ist, meine Liebe, mein Lieber. Und hier sieht man, wie die weibliche Person, also hier geht es, hier lässt man Honig fließen auf den Körper. Hier geht es um absolute Fülle und Zufriedenheit. Ja, hier sind sehr, sehr viele Sterne auch abgebildet. Also hier geht es um Wunder, ja, die jetzt auf dich zukommen oder dein Gegenüber.
Und wir haben die Karte, was ich zu Anbeginn hier auch sagte, das ist die Karte aus dem Deck und hier geht es darum, das ist die absolute Hingabe. Man beidseitig hier, man wird sich hier gegenseitig das Essen reichen und ich denke, darauf brauche ich hier nicht näher eingehen. Ich denke, die Karte sprechen hier 1000 Worte. Hier geht es darum, die vier der Münzen haben wir hier noch. Also man möchte hier etwas entdecken. Hier geht es um etwas Neues zu erfahren. Wieder die Karte hier. Diese Sinnlichkeit, ja, dieses Feuer. Also meine Liebe, mein Lieber, ich gehe einmal weiter auf den Sonntag. Hier wollten auch sehr viele Karten raus, ja. Und zwar haben wir den Wagen, hier wird etwas ins Rollen kommen, ja. Hier geht es um ein Risiko eingehen, sich mitreißen lassen in Bewegung, etwas Neues zu entdecken, ja. Also setzt dich hier ganz klar, wird sich hier jemand in Bewegung setzen. Du als Single solltest dich hier aber auch in Bewegung setzen, wenn du hier einmal als Single schaust. Dann wird hier etwas Plötzliches auf dich zukommen, ja. Schau bitte, dass du in die Öffentlichkeit gehst, ja, in Parks, hier nach draußen gehst, ins Grüne und schau bitte, was dich dann da erwartet, ja, die absolute Fülle, was diese Karte hier schon aussagte einmal. Hier passiert etwas und zwar hat dieses mit, was ich eben schon sagte, hier kommt jemand aus seinem Rückzug zurück. Ich bekomme hier zwei Szenarien einmal rein. Dies ist einmal dein Seelengefährte, ja. Und wir haben hier die Past-Life-Verbindung und es wird Gespräche von Herz zu Herz hier einmal geben. Das kommt jetzt in Bewegung. Dein Gegenüber kommt jetzt hier in Bewegung. Mit dem Wagen. Des Weiteren haben wir die Karte, die Sonne. Und wir haben wieder die Sonne. Ja, wir haben hier zweimal die Sonne, wir haben zweimal den Stern. Und das sind die absolut höchsten Karten hier einmal. Hier abgesehen, die Karte der Stern ist ja die absolut höchste Karte. Aber auch die Sonne und der Mond, meine Liebe, mein Lieber. Ja, hier geht es um eine Vereinigung, Glück, Erfolg und Zusammenkunft. Eine wunderschöne Botschaft hier. Für das Wochenende. Schau bitte, wenn du hier im Außen begegnest. Es kommt aber auch ein Seelengefährte auf deine Vergangenheit zurück in dein Leben. Und wir haben nochmal die Karte, die zwei der Kelche. Man möchte dich hier etwas überreichen. Und hier geht es um eine Vereinigung von zwei Extremen, um eine Liebesbeziehung. Absolute Sympathie und Harmonie, ja, die plötzlich in dein Leben kommt, ganz plötzlich. Des Weiteren haben wir die Karte 3 der Schwerter. Und hier geht es um Schmerz, Kummer, Verletzung, Konflikte, Enttäuschung, Leid und Trennung. Es könnte einmal sein, dass hier eine neue Liebe in dein Leben kommt, bei dir oder bei deinem Gegenüber. Das ist aber, ich deute erstmal auf die neue Person, dann gehe ich einmal auf dein Gegenüber hier zu. Ja, wenn du eine Liebe hast aus der Vergangenheit einmal. Hier ist es einmal so, dass hier etwas Plötzliches bei dir passiert, ja, dass man hier aber noch nicht frei ist. Ist jetzt nicht so schön, ja, für den einen oder anderen hier. Dass diese Verbindung hier aber dadurch, dass man nicht frei ist, dass dieses nochmal hier zu einem Rückzug kommt. Diese neue Liebe, der du gerade begegnet bist, ja, geht hier in den Rückzug, bei dir oder bei deinem Gegenüber. Das sind für all die, die hier trotz ihrem Wunsch, Seelenpartner, vergangenen Partner, Partnerin, ja, die hier gewartet haben auf ihre verflossene Liebe einmal. Da, wo jetzt jemand Neues in das Leben kommt oder gekommen ist, geht man hier in den Rückzug. Ja, und die drei der Schwerter sprechen ja davon, von Schmerz, Kummer, Verletzung, Konflikte, Enttäuschung, Leid und Trennung. Wir haben hier zweimal die Trennung, wir haben hier die Trennung, wir haben hier den Rückzug. Ja. Diese Person zieht sich hier einmal zurück, um sich hier über einiges klar zu werden. Da man hier noch in einer Verbindung ist, ja, mit einer Person und sie hat sich hier direkt gezeigt und das ist die Rivalin hier einmal,
Ja, bei dir oder bei deinem Gegenüber. Nichtsdestotrotz, ja, möchte man hier dir oder deinem Gegenüber eine Einladung zukommen lassen. Denn die Einladung ist hier gefallen. Die wirst du hier erhalten. Dadurch kommst du hier auch in die Hoffnung. Ich sehe aber hier auch Ängste, ja, denn diese Person ist auch in Trauer. Es ist meist so bei Seelenpartnerschaften, ja, bei karmischen Verbindungen, bei Schicksalsverbindungen, dass hier beidseitig noch gearbeitet werden muss, dass dieser Rückzug nach einer gewissen Zeit vorprogrammiert ist. Das ist bei Seelengefährten ist es immer so. Ja, wer hier auf seine Seelenverbindung trifft, es ist immer vorprogrammiert, dass man hier noch Probleme hat. Denn wir haben die Mäuse, wir haben etwas Wiederkehrendes, ja, aus der Tiefe hier einmal. Ja, dass man hier auch gefangen ist, nicht frei ist. Also der Eremit steht hier für eine traurige Person, ja, die hier mit sich kämpft. Aber trotz alledem dir oder dein Gegenüber hier eine Nachricht zukommen zu lassen, ja. Also ich gehe davon aus, du wirst hier eine Nachricht bekommen. Die Gefühle sind hier nicht da, das sieht man hier ganz klar. Denn wir haben ja hier die Sonne, wir haben hier die Sonne, wir haben den Stern, dass es geführt ist zwischen euch. Es fehlt eigentlich nur noch das Kreuz, was hier nicht gefallen ist, ja. Und wir haben mit dem Mond die Ängste. Ja, also man möchte dir ganz klar eine Einladung zukommen lassen. Ich muss mich hier korrigieren, aber die eine oder andere oder der eine oder andere wird hier eine Nachricht erhalten. Ja, aber hier stehen die Ängste. Ja, also dieses könnte noch etwas auf sich warten lassen, denn wir haben den Mond mit den Ängsten. In der Tiefe, dass hier etwas liegt. Und wir haben natürlich das Labyrinth, wir haben die Mäuse. Ja. Dass hier etwas an einem nagt, natürlich die Dreierkonstellation, ganz klar, und die immer wiederkehrenden Problematiken aus der Tiefe, was einen hier einholt. Ja. Wir haben ja hier den Teufel und der spricht davon, dass man hier in einer Versuchung ist. Du wirst hier in Versuchung gebracht, plötzlich. Was haben wir hier? Hier geht es aber darum, ja, hier geht es bei deinem Gegenüber oder bei dir, hier ist es ganz klar, diese neue Person ist hier noch unter Kontrollzwängen, ja, man möchte sich hier losreißen, ja, man wird sich hier auch losreißen, denn wir haben die Karte der Kontrolle und wir haben die Karte des Vergnügens. Das beinhaltet hier einmal, das ist eventuell hier eine Reise geben wird, man hat ja auch den Wagen, ja, dazu komme ich gleich, was eine vergangene Liebe hier einmal beinhaltet und hier kommt etwas in den Fluss, ja, man lässt sich hier mitreißen, ja, man trennt sich hier, man sieht ja, dass man hier sich losreißt. Und wir haben ja auch hier Erfolg. Habe Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Also gib dich bitte hier hin, ja, lass los, was auch immer dich hier betrügt, denn bleibe dir selbst treu, erst einmal die Hingabe. Du sollst hier jeder Situation standhalten, ja, bleibe dir selbst treu. Du wirst dieser Versuchung auch widerstehen können. Hier geht es aber ganz klar, du bist ja hier noch bekleidet. Das heißt, du wägst ja auch noch ab. Ja? Du möchtest diese Leichtigkeit, du lässt dich hier inspirieren. Die Person ist auch von dir inspiriert. Ja? Ganz klar mit der Karte die Priesterin. Und hier geht es um eine heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie ein Schatz.
Denn du hast ja die Karte des Erfolges hier einmal. So, was ich ja vorhin schon sagte, geht es hier um eine neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt, ja. Ich denke, du oder dein Gegenüber weißt hier davon oder es wird jetzt plötzlich auf dich zukommen. In der Öffentlichkeit wirst du jemandem begegnen. Lass dir von Freunden helfen, bitte anderen um Unterstützung und nimm sie an, ja. Schau bitte, dass du dir hier in deinem engeren Kreis Freunde suchst, denen du dich anvertrauen kannst, ja. Und bitte hier um Unterstützung. Ganz klare Botschaften der Engel. Des Weiteren haben wir den Rückzug, was ich auch schon sagte hier vorhin. Die Karte hatte ich schon vorgestellt. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen, ja. Also diese neue Person wird sich hier nochmal zurückziehen oder du eben, ja. Dies ist dein Seelengefährte. Sieh dies bitte mit Leichtigkeit, habe Vertrauen, gib dich dem hin, um romantische Gefühle zurückzuerobern. Erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen, Verspieltheit. Komm bitte in deine Leichtigkeit, lass dir davon nichts anmerken. Die Tarotkarten haben wir hier noch. Die Züchtigung haben wir hier. Also hier geht es darum. Also diese Drittperson möchte ganz klar hier entweder die neue Liebe oder deine vergangene Liebe hier ausbremsen. Ja, haben wir auch wieder den Fall des Festhaltens, der Kontrolle. Ja, hier möchte man jemanden zwingen. Ja, diese Person möchte hier die Kontrolle, natürlich die Rivale möchte hier die Kontrolle, die weibliche Person möchte die Kontrolle deines Gegenübers, entweder in der neuen Liebe oder in einer vergangenen Liebe hier ganz klar übernehmen. Ja, kontrolliert auch diesen Menschen, wie die Züchtigung hier schon davon spricht. Hier geht es um Zucht und Ordnung, ja, wie es die Regeln hier schon besagen. Des Weiteren haben wir die Sechs der Erde. Diese Situation beflügelt beidseitig, ja, was wir hier auch schon in den Karten hatten. Die Sechs der Erde spricht hier aber auch, um alles in den Einklang zu bringen. Ja, man ist hier derzeit dabei, um Dinge zu ordnen, bei sich zu Hause. Also man ordnet hier Dinge. Du oder dein Gegenüber. Des Weiteren haben wir den Ritter der Luft. Es kommen hier einmal stürmische Zeiten auf dich oder dein Gegenüber zu. Ja. Und wir haben die Karte, die Königin der Erde. Und hier bekomme ich ganz klar eine Blockade rein. Ja, also hier ist man blockiert, hier ist man starr, hier ist man bewegungsregungslos. Ja, es könnte einmal dafür stehen, dass die neue Liebe hier einmal, die in dein Leben kommt, hier bewegungslos, ratlos in dieser Verbindung ist, in der Verbindung auch mit euch, ja. Wie gesagt, es ist der Teufel steht für die Versuchung. Aber auch, dass man dich hier verführen möchte. Und wir haben den Eremit und der sagt nochmal diese Karte hier, bestätigt diese Karte nochmal der Stagnation hier, dass man wie blockiert ist, ja, bewegungslos einfach, was ich eben schon sagte. Und man ist hier wirklich ratlos einer Situation gegenüber. Man ist hier, schwelgt in Gedanken. Ja, man bedauert sich selber, bekomme ich hier. Man bemitleidet sich selber. Man ist zutiefst traurig. Ja. Auch in der Isolation sagt mir das auch mit der Blockade hier auch aus. Ja. Also die männliche Person ist hier sehr, sehr traurig. Hier ist es einmal so, bezüglich auf deinen Wunschpartner. Ich bekomme hier zwei Szenarien rein. Also beides, dass hier jemand aus deiner Vergangenheit zurückkommt. Denn wir haben das Wiedersehenstreffen. Und wir haben natürlich den Brunnen. Steht hier für die Tiefe, ja, dass man wieder erneut auf dich zukommen möchte. Es geht hier in einen Neuanfang. Der Neuanfang nagt aber noch an deinem Gegenüber oder eben je nachdem, wie du hier schaust, ja.
Hier kommt jemand aus dem Rückzug zurück. Dies ist ebenfalls dein Seelengefährte. Ja, sieh dies bitte mit Leichtigkeit, mit der Verspieltheit hier einmal. Es wird hier eine heilige Vereinigung für euch, für dich geben. Ja, denn darum geht es letztendlich, um sich hier heilig zu vereinigen. Besprich dieses bitte mit Freunden. Du wirst hier eine Einladung erhalten, ja. Was dir hier viel Hoffnung geben wird. Wir haben zweimal die Sonne. Wir haben sehr, sehr gute Karten hier einmal. Aber bitte, bitte andere hier um Unterstützung noch einmal, ja. Du wirst auch Unterstützung benötigen. Denn ich bekomme ganz klar hier zwei Personen rein, ja. Das ist das zweite Szenario, was ich hier reinbekomme, dass wirklich, also es ist eigentlich nur eins, da hier eine vergangene Liebe auf dich zurückkommt und eine neue Liebe in dein Leben treten wird. Ganz klar hier einmal. Was möchten die Drachen hier einmal sagen? Wir haben den magentafarbenen Drachen. Befähigt dich, die Weisheit deiner Seele zum Ausdruck zu bringen. Wecke deine Seelen. Erinnerungen und ein höheres spirituelles Verständnis. Bereite dich auf einen beschleunigten Aufstieg vor. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Du hast hier die absolute Fülle. Und das spiegelt ja diese Karte hier nun wieder von diesem smaragdfarbenen Drachen, ja, dem magentafarbenen Drachen. Ich lese es hier noch einmal vor, damit du dieses verinnerlichen kannst. Wecke deine Seelenerinnerungen und dein höheres spirituelles Verständnis. Bereite dich auf einen beschleunigten Aufstieg vor, ja. Was auch immer du hier anstrebst. Du bist hier definitiv, hast du hier spirituelle Gaben. Das sagt die Karte auch aus. Du sollst hier einmal dich mit höheren Mächten in Verbindung setzen. Du wirst hier wirklich das ernten, ja, was du gesät hast. Und wir haben die Karte Gold, Orange, Drache. Erweitert dein Licht. Für den Aufstieg. Also nochmal die dritte Bestätigung, dass es hier einen absoluten Aufstieg gibt. Sei ein friedvoller Krieger. Hilf deinen Notleidenden. Besinne dich auf deine Herrlichkeit. Du bist eine Person, du oder dein Gegenüber, dass du hier auch bei Bedürftigen Hilfe anbietest, ja. Du hast hier sehr, sehr viel getan, nicht nur im Jetzt, auch in der Vergangenheit. Und dafür wirst du jetzt belohnt, denn die Karte sagt ja, sei ein friedvoller Krieger, hilf den Notleidenden, besinne dich auf deine Herrlichkeit. Ja. Dass du hier Großes einmal verwirklicht hast, dass dich hier Großes erwartet, denn du bekommst hier das absolute Licht. Ja, das Leben bringt dir so viel Licht in dein Leben. Bei dir oder bei deinem Gegenüber. Ja, du spürst, wenn dieses hier für dich stimmig ist. Natürlich ist dieses eine allgemeine Legung, ja. Es kann hier nicht auf jeden zutreffen, ja. Aber das ist, denke ich mal, ganz normal, dass hier nicht immer jeder dabei sein kann. Also besinne dich hier wirklich auf deine Herrlichkeit. Hier geht es auch darum, dass du hier nochmal schauen solltest, dass du mit dir in den Frieden kommen solltest, du in die Ruhe, ja, in dieses Vertrauen, dass du dieses Licht in dir spürst, ja, und du wirst hier mit Fülle in die Herrlichkeit auch gehen, ja. Ich bekomme auch, dass du in der Vergangenheit hier in Not gelitten hast, ja, hier auch Ängste hattest und du aber in deine volle Besonnenheit gekommen bist, du bist hier in dein Licht gegangen, aus der Tiefe bist du hier ans Licht, an die Oberfläche gekommen. Und aus dem Grund wirst du jetzt belohnt. Das sind wunderschöne Botschaften hier. Ich bin wirklich hier ganz gespannt auf eure Kommentare, Feedbacks. So, meine Lieben, ich möchte noch ganz kurz was sagen einmal, was die Privatlegung anbelangt. Seht es mir bitte nach, dass ich nicht gleich auf jede E-Mail hier sofort antworten kann, aufgrund dessen, weil mich sehr, sehr viele E-Mails täglich, stündlich hier erreichen. Ja?
Ich bitte daher um Nachsicht, wenn ich diese nicht gleich immer beantworten kann. Die meisten Legungen, Privatlegungen sind gelegt. Sie werden jetzt nach und nach, so wie in den vergangenen Tagen, einmal hochgeladen. Ich bitte hierfür um Verständnis, wenn nicht gleich immer eine Antwort zurückkommt. Ich bedanke mich hier ganz recht herzlich, fühle dich umarmt. Bis dahin.